Also wir könnten sie einfach wieder anschalten und könnten auch große Teile dieser unsinnigen Energiewende zurückschrauben. Herr Ruprecht, Sie sind vom Fach, kann man die einfach wieder anschmeißen? Es wird mit zunehmendem zeitlichen Abstand immer schwieriger natürlich. Das geht wird allein schon schwierig, weil die Fachkräfte entsprechend dann sich andere, also in den Ruhestand oder sind ausgewandert oder sonst wo. Die muss man erstmal zusammenkriegen. Und natürlich ist das auch vor allem ein Genehmigungsprozess, der nicht ohne ist. Also man müsste dann die Genehmigung ist ja nur noch politischer Wille. Ja, wenn man das wirklich überwindet, es fängt ja beim Atomgesetz an, das muss es erstmal erlauben, dass man die überhaupt wieder einschalten darf. Das kann man ändern, aber dann gibt es ein solches Regelwerk, ein riesiges Regelwerk. Aber ich glaube, ich fürchte, das dauert 10 Jahre, bis man das geändert hat. Das ist aber unser Problem. Ne? Schaffen ja die Deutschen nicht. Einfach technisch. Ja, technisch wäre es grundsätzlich möglich, aber es wird halt mit zunehmendem Zeitabstand immer schwieriger. Wie lange dauert es in etwa, so ein Kraftwerk wieder hochzufahren? Das hängt auch vom Willen ab. Also wenn man jetzt das zum nationalen Programm erklärt, also dann einfach mal gerechnet, der Wille ist da. Also das fängt an mit den Brennelementen, die geordert werden müssen. Das ist das Schwierigste wahrscheinlich, dass man dann einen Vorlauf braucht von mindestens einem halben Jahr, würde ich mal sagen. Aber im halben Jahr wäre es auch dann ungefähr zu schaffen, vielleicht ein Dreivierteljahr. Rein technisch. Ich sehe keinen Grund, es nicht zu tun. Außer, dass der politische Wille fehlt und der fehlt bei immer weniger Leuten und wir wundern uns über Wahlergebnisse, Umfrageergebnisse und wenn wir permanent gegen ökonomische und ökologische Vernunft, gegen den Menschenverstand regieren, alter Spruch von Helmut Schmidt, dann züchten wir die Extreme auf den politischen Seiten und das ist das, was wir heute erleben. Und deshalb müssen wir das nicht beklagen, sondern einfach anpacken und ändern. Herr Bolz, ist eine kleine realistische Überlegung über die nächste Regierung. Man kann es doch drehen und wenden, wie man will. Nur durch ein Wunder können wir verhindern, dass die Grünen wieder in der Regierung sind. Und wenn das so ist, also schwarz-grün, wie fast alles erwarten, dann wird sich gerade in diesem fundamentalen Punkt gar nichts ändern. Denn die Grünen sind identisch mit Atomkraft. Nein, danke. Das ist ihre Identität, das ist ihr Kern. Die werden vielleicht in allen anderen Themen, was weiß ich, gesellschaftspolitisch oder auch militärisch, Engagement in der Ukraine oder sonst irgendwo, werden sie vielleicht sich ändern. Aber ihr absoluter Markenkern ist Atomkraft. Nein, danke. Und das bedeutet im Klartext, in dieser entscheidenden Frage, in dieser wirklich alles entscheidenden Frage, kann sich nur etwas ändern mit einer Regierung, in der die Grünen nicht sind. Und das kann ich im Moment ehrlich gesagt nicht erkennen. Obwohl das Ganze CO2-neutral ist. Wie bitte? Obwohl das Ganze CO2-neutral ist. Das spielt ja nicht. Ja. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es geht nicht um wissenschaftliche Fragen, es geht auch nicht um wirtschaftliche Fragen, sondern es geht um die Kernideologie der Grünen. Und die Frage ist, sind die Grünen in der Regierung oder sind sie es nicht? Und solange sie in der Regierung sind, wird sich nichts ändern. Es wird sich daran nichts ändern, sondern wir werden weiterhin diesem Größenwahn folgen, wir, die Deutschen, seien das einzige Land in der Welt, das begriffen hat, wie die Zukunft aussieht. Und alle anderen werden uns folgen. Denn das ist genau die Vorstellung. Das ist genau aber die Vorstellung der Ampelregierung. Wir, die Deutschen, sind die Einzigen, die sehen, wie die Zukunft der Wirtschaft und die Zukunft der Energie aussehen wird. Und alle anderen werden uns irgendwann mal folgen. Dieser Größenwahn ist unser zentrales Problem. Und der wird so lange anhalten, solange die Grünen in der Regierung sind. Und leider Gottes, wenn man auf die Zahlen guckt, bietet sich kaum etwas anderes an als Schwarz-Grün. Und insofern sehe ich nicht, dass in der nächsten Legislaturperiode wirklich fundamental was anderes passiert. Vielleicht muss man sich mal davon lösen, über rechnerisch Mehrheiten zu suchen, weil es gibt auch gute Entscheidungen eines Parlaments für Minderheitsregierungen. Also ich kann auch Regierungen bilden, wo Grüne keine Rolle spielen. Ich habe für mein Bundesland Thüringen erklärt, ich werde definitiv nach dem Wahltag am 1. September nicht mit den Grünen in irgendeiner Art in einer Regierung zusammenarbeiten. Weil das im Landespolitik haben wir mit der Migration mit denen ihre Probleme, weil da haben die auch so verklärte Vorstellungen. Nein, wir werden es nicht tun, weil die Leute das mit Recht auf den Baum bringen. Ich weiß auch nicht, wo die 13% Umfrageergebnisse heute noch herkommen. Aber sie sind noch da und deshalb ist ja erstmal ist der Souverän noch gefragt und wir müssen den Leuten sagen, mit solchen nüchternen, sachlichen Analysen, wir können die AKWs wieder ins Netz bringen, wenn wir nur wollen. Wenn die Leute das sehen und es am Ende gemacht wird, dann wird auch der Wunsch nach Extremen zu wählen abnehmen und es wird auch die Grünen sicherlich auf ein Normalmaß herunterschrumpfen lassen. Dafür müssen sie aber zuerst in Landes- und dann später auf Bundesebene nochmal reinkommen. Herr Ruprecht, noch zwei kurze Fragen zu Ihrem Testreaktor. A, wann wird der fertig werden in Ruanda? Nach Abschluss der Investitionsrunde 2 Jahre, bis er in Betrieb geht. Und dann läuft er so 1,5 Jahre etwa.
wird dann wieder runtergefahren. Das ist also ein in sich abgeschlossenes Experiment, analysiert und dann, also nach insgesamt 4 Jahren ist das Experiment abgeschlossen. Es ist kein Experiment eigentlich, sondern es ist eher eine Demonstration. Mhm. Also wann in etwa in 4 Jahren können wir ist ja noch nicht gestartet, also sagen wir von Ende des Jahres etwa könnten es 4 Jahre sein. Mhm. Und wie viel kostet das in etwa? 80 Millionen Euro. 80 Millionen Euro genau. Nur? Ein ganzes Kraftwerk? Nein, es ist kein Kraftwerk. Es ist wirklich nur der Reaktor und es soll diese Sicherheitseigenschaften und Selbstregulierungseigenschaften sollen demonstriert werden. Also es ist sozusagen ein verkleinerter, eine kleinstmögliche Version des Reaktors und es soll nur diese hervorragenden Regelungseigenschaften demonstrieren und natürlich allgemein, dass das nach dem Dual-Fluid-Prinzip auch wirklich so funktioniert. Und wenn der Test erfolgreich ist, wann kommt die Marktreife? Wann wäre es auch relevant für Deutschland? Denn es ist vor allem eine Herausforderung in Sachen Fertigungstechnik. Mhm. Also das sind Materialien, die üblicherweise in der Kerntechnik nicht eingesetzt werden, bis auf wenige Ausnahmen. Und das ist insofern auch neu. Allerdings ist bekannt, dass diese Materialien existieren. Und die müssen wir jetzt einsetzen und dort auch das in die richtige Form bringen. Das ist eine Struktur, ein System aus Rohren und das muss, ohne dass da irgendeine Mechanik drin ist, an einem Stück praktisch gefertigt werden und dann später auch in Serie. Das ist ein langer Entwicklungspfad. Die Diskussion ging natürlich noch weiter. Die ganze Folge stimmt, der Nachrichtentalk, die bekommt ihr hier. Einfach draufklicken und solltet ihr es noch nicht getan haben, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Nämlich hier, dort gibt es über 100 weitere Episoden.